Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es einmal um Annaly Capital Management gehen. Eine Aktie, die aktuell sehr beliebt ist, da sie nun mal 9,3% Dividende zahlt. Ob das möglicherweise nur ein Yield Trap ist oder doch ein gutes Investment, wollen wir in diesem Video klären. Natürlich ist das hier keine Anlageberatung, aber fangen wir an. Was ist Annaly Capital Management überhaupt? Annaly Capital Management ist ein sogenannter Agency Mortgage REIT. Sie zahlen eine übliche Dividendenrendite mit 9,3%, denn allgemein ist der Sektor von Mortgage REITs nun mal ein Sektor, der sehr hohe Dividenden zahlt. Als Agency Mortgage REIT und auch die Mortgages, in die sie investieren, ist nun mal so, dass sie im Vergleich zu anderen Mortgage REITs doch schon eine sehr gute Qualität haben. Denn diese Mortgages oder Hypotheken in Deutsch, die sie nun mal kaufen, sind auch zu einem gewissen Teil staatlich abgesichert gegen Ausfälle. Und das ist natürlich ein Mechanismus, den man nach 2008 eingerichtet hat. Aber lasst uns mal diese Aktie fundamental anschauen. Und hier ist nun mal wichtig auch zu wissen, was haben wir hier für eine Aktie. Während es bei anderen Aktien vielleicht wichtiger ist, auf den KGV zu schauen, würde ich gerade bei solchen Finanzwerten und besonders hier Mortgage REITs auf den Preis zu Buchverhältnis achten. Den Preis zu Buchverhältnis, was ist das überhaupt? Das ist einmal der Wert der Hypotheken minus all die Schulden, die sie haben und dann natürlich durch die Marktkapitalisierung. Das bedeutet nämlich, in diesem Fall, wir zahlen hier 1,06 € für jeden Euro, den sie eigentlich in Buchwert, also in Hypotheken investiert haben, minus natürlich die Schulden. Das ist natürlich nicht besonders gut und deutet auf eine leichte Überbewertung hin. Jedoch ist diese natürlich mit 6% viel geringer als die Überbewertung des Marktes. Jedoch wollen wir uns einmal anschauen, ist diese Aktie generell ein gutes Investment gewesen? Und dafür schauen wir auf die historische Performance. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber der S&P 500 macht nun mal 4 bessere Returns. Letzte 10 Jahre ist fast doppelt so gut gewesen, auch bei den letzten 15 Jahren. Also wir haben hier eindeutig eine Aktie mit einer starken Unterperformance. Des Weiteren haben wir hier eine Sache, die mir nicht gefällt, und wir haben hier quasi einen verfallenen Kapitalstock. Das heißt, das Geld, mit dem sie investieren, wird eigentlich über die Zeit immer weniger und das Ganze wird übermäßig dann halt in die Dividende wieder ausgezahlt. Diese müssen wir aber versteuern, das heißt, es ist nochmal schlechter, als würden wir jetzt zum Beispiel einen Index kaufen. Jedoch möchte ich hier einmal zum Fazit kommen. Und zwar ist diese Aktie kaufenswert und wie bei jeder Aktie, es kommt auf den Fall drauf an. Deswegen ist das hier ja natürlich keine Anlageberatung, denn es gibt durchaus Fälle, wo es Sinn machen würde, in diese Aktie zu investieren. Zum Beispiel, wenn einer einen sehr geringen Zeithorizont hat, dann macht es durchaus Sinn, hier zu investieren. Denn wir sehen ja hier auch, man hat durchaus einen guten, positiven Return über lange Sicht. Das heißt, wenn man hier Geld investiert, ist das nicht direkt etwas, wo man besser sich das nach und nach auszahlen kann, sondern sie arbeiten auch wirklich mit dem Geld und man bekommt dafür eine gute Dividende mit einem geringeren Total Return, aber immerhin einen positiven Total Return. Wenn man zum Beispiel jetzt in einem Fall ist, wo man, sagen wir mal, 55 ist, man geht mit 56 in Rente, in der Zwischenzeit will man von Dividenden leben und dann sagt man einfach, für diesen geringen Zeithorizont macht es durchaus Sinn, hier zu investieren. Aber es gibt noch einen zweiten Fall, wo es sehr viel Sinn macht, hier zu investieren, und das ist, wenn das Price-to-Book-Ratio auf ein attraktives Level fällt. Ich hatte hier 2020, also vor einem Jahr, ungefähr im März dann investiert und dort hatte ich ein sehr attraktives Price-to-Book-Ratio mit 0,6. Das bedeutet, für jeden Euro, den ich hier bekomme, habe ich nur 60 Cent bezahlt. Und das hat sich natürlich auch dann bemerkbar gemacht hier im Total Return bei mir.
Und zwar war es jetzt so, dass ich dadurch jetzt 25% insgesamt schon an Dividenden bekommen habe und aktuell stehe ich mit der Aktie 80% fast im Plus. Das bedeutet, ich habe hier einen besseren Total Return gemacht als über die letzten 15 Jahre hätte man damals investiert. Das bedeutet, natürlich ist das hier eine Aktie, die man beobachten kann. Jetzt muss man auch wissen, natürlich war das 2020 gerade im März nicht ohne Risiko dort zu investieren. Also, was muss man dann machen, wenn man gerade in so einer Zeit hier investiert? Dann muss man immer gucken, wie hoch ist denn hier meine Margin of Safety? Ich wusste halt, dass Annaly Capital Management nun mal auch gewisse staatliche Absicherung hat. Doch habe ich auch zu dem Zeitpunkt oder an dem Tag kam eine News raus, dass nämlich sie einiges von ihren Hypotheken auf dem Kapitalmarkt verkauft haben und dass in dem Fall, weil es so viel war, nun mal die Federal Reserve eingesprungen ist. Also ich wusste, man hat hier eine ja gewisse staatliche Absicherung durch das Deleveragen, also das Abbauen der Schulden, zu dem sie halt das Kapital da genommen haben. Haben wir jetzt auch wiederum ein geringeres Risiko. Und als letztes muss man dann noch sagen, dass selbst im Worst Case hier, also sagen wir mal ein 2008, man hier wahrscheinlich weniger verloren hätte als 40% des Buchverhältnisses. Ich habe da eher mit 30% gerechnet. Das heißt, selbst wenn wir sagen, ja, okay, 30% dieser Hypotheken werden nun mal ausfallen, dann hätte man hier immer noch ein sehr gutes Investment gemacht und dann muss man auch noch sagen, ja okay, hier Chancen-Risiko-Verhältnis, das heißt selbst im Worst Case wäre bei mir nach meinen Einschätzungen Plus gewesen und wir sehen ja, was passiert, wenn dieser nicht eintritt. Das war natürlich ein sehr gutes Investment. Aber auch in Zukunft, jedes Mal, wenn vielleicht die Börse gerade crasht, schaut ihr ruhig auf diese Aktien und sollte das Price-to-Book-Ratio wirklich stark fallen, könnte es signalisieren, dass wir hier eine gute Einstiegschance haben, aber wie gesagt, macht da noch immer ein bisschen mehr Research. Das soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.